Spiel der Woche, Shocking Short Highlights, powered by Autohaut Schlagheck und von P. Jent Schura sowie von PD Personaldienst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Shocking Short Highlights des aktuellen Spiel der Woche. Westfalenliga Staffel 1, 7. Spieltag, wir schreiben den 10. Oktober 2021. Der Spitzenreiter SFC Giebenberg hatte einen seiner Verfolger zu Gast im Sportpark, nämlich SV Borussia Mönchengladbach. Die Aussehrer dominierten die Partie von Beginn an, vergaben dabei auch beste Torgelegenheiten, so wie hier Christian Keil in Minute 28 völlig freistehend vor dem Gästekasten. 10 Minuten später machte es Karls Giebenberger Teamkollege Madente besser und fuchtete das Spielgerät über Gästekeeper Niklas Kockenberg hoch unter die Latte. Und der Spitzenreiter setzte noch einen drauf und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen gezielten Schuss von Madente zum 2:0 Pausenstand. In Minute 59 verpasste Tom Hohlüchter für Emstetten den 1:2 Anschlusstreffer mit seinem Schussversuch recht knapp. So machte in Minute 79 der von Florian Reckels eingewechselte Luis Elias Martin als Joker mit dem 3:0 den Deckel drauf. Das war auch der Endstand. Giebenberg schlägt eine Ersatzgeschlechte Borussia aus Emstetten daheim am Ende mit 3:0. Das alles und noch viel mehr sehen Sie im ausführlichen Spielbericht zum aktuellen Heimspiel Spiel der Woche.